Im letzten Video haben wir definiert, wie wir die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass eine normal verteilte Zufallsvariable zwischen zwei Werten liegt, kleiner gleich einem Wert oder größer gleich einem Wert ist. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable genau einen Wert annimmt? Schauen wir uns das an. Also, x ist eine normal verteilte Zufallsvariable mit Dichtefunktion f und wir wollen die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass x genau einen Wert a aus r annimmt. Das heißt, p von x ist gleich a, können wir umschreiben in p von a kleiner gleich x kleiner gleich a und das entspricht dem Integral von a bis a von f von x dx. Berechnen wir dieses Integral. Also, das Integral von a bis a von f von x dx, das ist gleich die Stammfunktion groß f von x mit den Grenzen a bis a und das ist gleich groß f von a minus groß f von a. Das heißt, das ist gleich 0. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsvariable genau einen Wert annimmt, gleich 0. Jetzt können wir die Wahrscheinlichkeit von x kleiner gleich a umschreiben in die Wahrscheinlichkeit von x kleiner a plus die Wahrscheinlichkeit von x gleich a. Da wir aber wissen, dass die Wahrscheinlichkeit von x gleich a gleich 0 ist, ist das Ganze gleich die Wahrscheinlichkeit von x kleiner a. Es ist also egal, ob wir kleiner gleich oder kleiner schreiben. Genauso ist es egal, ob wir größer gleich oder größer schreiben. Und wir sehen, im Gegensatz zur Binomialverteilung kann bei der Normalverteilung eine Zufallsvariable nicht genau einen Wert annehmen. Damit sind wir auch schon fertig. Bis zum nächsten Mal.